best art is here, right here, okay? The master today is going to show you the two main techniques we use here in Murano to work with the glass. So, meine Damen und Herren, jetzt werdet ihr praktisch den Glasmeister David hier so sehen. David, er hat 45 Jahre lang Erfahrung praktisch in der Glasherstellung. Und Sie werden dann zwei Objekte von ihm sehen. Einmal eine Vase und dann benutzt er die Glastechnik. Wie sehen Sie, er bläst dann praktisch in diesem Rohr dann einfach rein. Okay, so the first technique we are going to see is the blowing. So as you can see, the master is going to actually blow it out. So the temperature of the glass right now is about 800 Celsius degrees, okay? Diese Glastechnik, praktisch diese Blastechnik, das ist eine der ältesten praktisch. Seit ungefähr 1000 Jahren wurde das eingesetzt und es ist heute noch die Technik, die am meisten halt verbraucht ist. Thank you.
diese Technik, die er jetzt macht, er macht er jetzt so ein Pferdchen, das ist so eine Zupftechnik, und er hat nur eine Minute, eineinhalb Minuten Zeit, um der Skulptur praktisch die Form zu geben. Weil sonst ist die Glasmasse, ist das entweder zu weich und man kann das nicht modellieren, oder es ist halt einfach zu hart. Ja? Man braucht wirklich eine unglaubliche Erfahrung, um sowas halt machen zu können. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Lehre hier mindestens 10 Jahre lang dauern kann. Schaut mal, wie heiß das ist. This is where we are from. 500 Grad ist das jetzt heiß.